Wir sind im gynäkologischen Operationszentrum in der Greifswalder Straße. Mein Gesprächspartner ist Herr Bauer von der Firma Storz. Herr Bauer, mir wurde gerade berichtet, die neueste Anschaffung, und voller Stolz haben die Operateure gesagt, das ist das Beste, was es gibt. Was bitte ist das für ein Gerät? Letztendlich geht es ganz global betrachtet, geht es um die minimalinvasive Chirurgie, also Schlüssellochchirurgie, keinen Bauch aufschneiden, sondern letztendlich mit einem Endoskop in Körperhöhlen schauen. Das ist ein Gerät genau dafür, das heißt ein High-Definition-Gerät mit höchster Auflösung und mit der Möglichkeit auch Dokumente zu speichern, wie Bilder und Videos, und das Ganze ins Patientendatenmanagement einzubinden der Praxis oder des AOZs. Das heißt, der Vorteil für die Patientin ist ganz eindeutig, keine große OP, die ganze OP wird hier durchgeführt, es ist eine Tagesklinik, sie kommen morgens in die Klinik und können abends wieder zu ihren Lieben? Das ist korrekt, das ist richtig. Letztendlich geht es hier um relativ kleine laparoskopische Eingriffe, aber es ist ausbaufähig, ist also nicht unbedingt ein Klinikaufenthalt hier gewünscht oder eine Weiterführung in die Klinik. Herr Bauer, vielen Dank für die Information. Wir sind im gynäkologischen Operationszentrum in der Greifswalder Straße in Berlin.